26. Perreine. 2 Tage ist der bittere Verlust erst her. Vor 2 Tagen hat die Schlacht begonnen. Rakala, Rohaya, Rondrigan, Ema, Raferian, sie sind allesamt tot. Gareth um euch herum pulsiert. Diese Maden haben keine Ahnung, was sie erwartet, was ihre Stadt zerreißen wird. Sie sind es nicht einmal wert, gerettet zu werden. Lasst sie in ihrem Dreck untergehen, führt sie zur Schlachtbank. Wenn ihr euer eigenes Leben hier verschwendet und ihnen helft, dann seid ihr genauso schwach. Ömer und Rafim werkeln mittlerweile seit 3 Stunden in der Werkstatt. Rafim hat aus Versehen beim Jonglieren mit ein paar riesigen Schrauben einen Schalter umgelegt. Jetzt steht ihr mit offenem Dach in der Lagerhalle 42 und seichter Regen geht auf euch hernieder. Ihr habt mehr Licht. Mit dem fortschreitenden Bau wird der Adler größer und größer. Alles, was auf dem Bauplan wohl noch fehlt, ist jetzt etwas heiße Luft. Währenddessen verlieren sich Jalan und Kiaras im Glanz der Praios heiligen Stadt. Mut erfüllt ihre Herzen, die greifen. Sie sind da. Abelmir und Isarun sind immer noch in der Magierakademie und warten seit eben, ja, 3 Stunden vor einer geschlossenen Tür, ein geschlossenes Büro von Rakala von Horsenraben und dahinter allerdings eine andere Erzmager, die ihre Räumlichkeiten nun übernommen hat. Ihr sitzt an einer Wand auf bequemen Stühlen. Vor euch die Tür zum Flur, rechts neben euch ein Schreibtisch eines Sekretarios, dessen Kratzen einer Feder unentwegt in euren Ohren schneidet. In aller Seelenruhe schreibt ihr dort ein Protokoll und atmet ab und zu laut und vernehmlich oder seufzt. Wie lange sitzen wir hier wohl noch rum? Begreifen die Lage anscheinend nicht. Entschuldigt. Ja, meine Herren, meine Dame. Wie lange wird es etwa noch dauern? Nun, die Erzmager ist natürlich darüber informiert, dass sie ankommen, aber da sie andere Gespräche hat, die von einiger Wichtigkeit sind, hat sie sich doch Ruhe erbeten und die wünsche ich mir jetzt doch auch ganz gerne. Tja, wie es aussieht, können wir nichts tun. Natürlich können wir etwas tun. Was schwebt euch vor? Na, wir gehen raus und machen Sachen, die nützlich sind. Dann kommen wir eben zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Die Tür neben euch wird gerade aufgemacht und ihr könnt sehen, wie eine Magierin heraustritt in einer thulamitischen Trachtrobe, eine Tiara auf dem Kopf. Sie sieht ausgesprochen hübsch und elegant aus. Nickt euch einfach nur kurz zu, verschränkt die Arme vor ihren Händen und transversalisiert in den Limbus. Und dann könnt ihr weitere Stimmen und auch, ja, Leute hören, die auf euch zukommen aus dem Büro gerade heraus und wenn ihr euch nochmal ein bisschen nach dem Rechten umseht, ihr könnt sehen, Ohaya? In Magierrobe? Na, doch sicher nicht. Das Wir haben die tatsächlich einfliegen lassen. was eine kluge Idee ist. Nun ja, ihr unter Aufwartung machen. Ja, das ist wohl richtig. Ja, tritt gerade raus. Ihr könnt sie tatsächlich sehen. Ihre Stimme, ja, absolut identisch. Sie schaut euch an. Blonde Haare. Oh. Unverletzt. Unverletzt in Magierrobe steht sie jetzt hier gerade vor euch und nickt euch höflich, zu. Um die 20 Jahre. Euer kaiserliche Hoheit, man hat euch informiert über die Lage? Einfache Studiosa, aber ja, natürlich. Man hat mich darüber informiert. Wir sind jetzt fertig, wenn ihr also eintreten wollt. Wer war die Dame, die hier verschwunden ist? Sie ist schon weg. Erzmager Martenier. Hat sie also nicht auf mich gewartet. Oh, sie hat etwas verloren. Sie beugt sich nach unten zum Teppich und hebt eine Rabenfeder auf. Na gut. Ja, ich hatte, wie gesagt, gerade eben ein Gespräch. Ich glaube, Dracodan wusste, dass ihr schon kommt und er sagte wohl, dass ihr noch etwas mit ihm besprechen wollt. Er ist wohl noch drin mit der Erzmager. Ah, das trifft sich natürlich sehr gut. Vielen Dank. Euer kaiserliche Majestät, ich verbeuge mich. Nein, nein, einfache Studiosa. Ich bin noch nicht einmal Adepter. Wie erwünscht. Sie verschränkt die Arme vor ihren Händen und transversalisiert ebenso weg.
Nun, wie es scheint, sind wir die Nächsten. Noch einen Blick auf die Sekretärin werfen. Sekretarius, ja, er nickt euch zu und bedeutet euch dann höflich mit einer offenen Handfläche, dass ihr eintreten dürft. Das ist schön, ich beachte den Knirsch gar nicht und gehe rein. Ja. Vor euch könnt ihr sehen, am großen Schreibtisch von Rakala, die Erzmager Prisha von Gardeschkötz mit ihrer Druidenkappe auf dem Kopf, also ein paar Hörner, die da abstehen, eine Widderkappe. Ihr seid euch nicht ganz sicher, welchen Nutzen diese Kappe hat, aber sie wird es sicherlich besser wissen. Und neben ihr auf einem großen Stuhl, ein Ohrensessel, Drakodan von Misaquell. Oh, ihr seid hier. Selbstverständlich, ihr habt doch nach mir gerufen. Nun, wir wussten nicht, wie schnell ihr ein Treffen möglich machen konntet. Aber umso erfreulicher, als dass es geklappt hat. Ich hoffe, dass ich meine Zeit hier nicht verschwende und ihr herausrückt mit der Sprache. Gewiss, gewiss. Gewiss, euer Magnifizenz, wenn ihr erlaubt, dass wir zuerst mit dem Herrn von Misaquell sprechen. Wie auch immer, schließt die Tür. Ja, ich schließe die Tür. Und setze mich dann in einen freien Stuhl, wenn es einen gibt. Ja, wirst du natürlich finden, drei Ohrensessel, die dann daneben stehen, also einer schon besetzt und die anderen beiden noch warm. Gut, ich bleibe erstmal stehen, nehme Haltung an. Nun, ihr wisst nicht, warum ihr hier seid? Oder seid ihr über die Umstände informiert? Ich bin über alles und sämtliches informiert. Hervorragend, dann wisst ihr, dass ein Angriff des Schwarzen Drachen unmittelbar bevorsteht. Wie die Prophezeiung es bereits sagten. Ihr habt sie doch vernommen, oder nicht? Das ist korrekt. Genau um diese geht es auch, beziehungsweise um die Waffen, die in dieser erwähnt wurden. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, um Knadukas und... Drakundas zum Einsatz kommen zu lassen. Danke, Abelmir. Ja, du wirst gemustert. Die schwarzhaarige Gestalt, die in dem Sessel sitzt. Du kannst dein Alter immer noch nicht einschätzen. Du denkst zurück an die Begegnung mit Vorboroch in Maden, der Kugel. Du siehst wohl, dass er wohl auch sowas wie ein gezacktes Zeichen auf seiner linken Gesichtshälfte hat, was ihn da mustert, als ob sie da nicht ganz hingehört. Ernste Gesichtszüge. Und er greift unter seine Hesinderobe, die wie gesagt sehr alt aussieht, nicht zerschlissen, aber als ob sie einfach außer Mode wäre. Merkwürdige Symbole darauf, und als er seine Hand wieder aus der Robe hervorholt, kannst du die schwarze Kugel sehen. Er hält sie in seiner Hand. Du weißt natürlich, weil du sie selbst getragen hast, weil ihr euch abgewechselt habt, dass sie wohl um die 20 Stein wiegen muss. Als wäre sie, unglaublich leicht. Holt er sie hervor. Ah, hervorragend, hervorragend. Nun, ist euer Meister sie bereit, sie uns zu überlassen? Und vor allen Dingen uns ihren Gebrauch zu erklären? Ihr habt das immer noch nicht verstanden. Meister? Nun ja, euer Herr. Ihr wisst schon. Ja, du merkst einfach nur noch Verachtung in seinem Blick. Dies ist die Kugel. Sie wird dafür sorgen, dass der Stein, der Seelenstein von Rassasur, vernichtet werden kann. Gemeinsam mit dem Karfunkelspalter. Müssen die beiden Artefakte in Konjunktion eingesetzt werden? Korrekt. Auf welche Weise? Sie müssen gemeinsam geführt werden. Zusammen entfalten sie eine Macht, die nicht einmal Rassasur und auch das Halsband der Tergunitot nicht widerstehen kann. Ihr solltet ihren Namen nicht erwähnen. Er kann erwähnen, was auch immer er möchte. Man weiß nie, welche Wesenheit man aufschreckt, wenn man ihren Namen nennt. Ihr benutzt die Macht der Namen doch ebenso. Wir benutzen Umschreibung, um gewisse mächtige Wesenheiten nun nicht zu beim Namen zu nennen, könnte man sagen. Vor einem Tag erst sprang euer Bandstrahler, den ich nicht in meine Höhle ließ, im Kreis herum und rief meinen Namen.
Ja, wir müssen uns wirklich entschuldigen für dieses Verhalten. Habt ihr es also endlich begriffen, Abelmir? Ich habe es begriffen. Ich bin ein wenig bleich. Euer Majestät, verzeiht. Gut, also die Axt zu führen, das erklärt sich von selbst, aber mir ist der Gebrauch der Kugel noch nicht ganz klar. Wohnen ihr magische Kräfte oder gar kamale Kräfte inne? Sie ist kamal. Habt ihr eine Empfehlung, welche Geweihte sie am besten benutzen können? Jemand, der mit einer Wurfaxt umgehen kann. Sie wird geschmissen. Denn ihr wollt nicht gegen einen hohen Drachen ziehen. Ein geschupptes Wesen, die Haut undurchbringbar. Kommt ihr denn auf Armeslänge heran? Wenn ein Kaiserdrache um euch herum wütet? Wisst ihr, was für ein Monster Rassasor ist? Wir haben ihn tatsächlich gesehen. Es wird schwierig. Ich würde sagen, es ist nur unter großen Opfern möglich, aber auch ein Kaiserdrache kann nicht überall zugleich sein. Das heißt, wenn wir in großen Mengen angreifen, wird die Möglichkeit gegeben sein, dass einige von uns an ihn herankommen. Die Opfer werden groß. Aber die Prophezeiung versprach die Kugel, wenn das Jahr des Feuers ansteht. Und Brüder, Flüsse vergiften und austrocknen. Ihr sagt, man muss diese beiden Waffen gleichzeitig führen. Muss man einer von beiden oder beide gleichzeitig anrufen, um ihre Wirkung zu entfalten? Trag die Kugel und werf Drakundas. Ah, sehr schön. Besitzt ihr zufällig noch etwas von diesem Heilkraut? Nun ja, ihr wisst ja, diese Drachen sondern ein Sekret ab, was, nun ja, ihr seht, dass an meinem Gesicht sehr verletzend ist. Und wir wissen nicht, ob wir nach dem Kampf, ob wir überleben und wie wir gezeichnet sind. Es wäre daher vorteilhaft, wenn wir nun ja einen gewissen Vorrat an diesem Heilkraut hätten. Was das so ist, nicht wie Phoboroch oder Daimoroch, seine Trabanten. Ich glaube, wenn ihr diesen Kampf überleben solltet, er lässt wenige Lebende zurück. Aber ich kann euch noch etwas Pulver geben. Euer Magier Iolaos hat zumindest eine ganze Menge hergestellt. Wie schaffen wir, falls wir es überleben, diese beiden Artefakte zu euch zurück? Sie werden schon wieder ihren Weg in meine Hallen finden. Na gut. Spätestens zur Drachendämmerung brauchen wir sie. Fragt ein Gesichtsausdruck. Drachendämmerung? Ah, ich verstehe. Nun gut. Ich danke euch für eure Anteilnahme und Aufmerksamkeit uns, den Sterblichen, gegenüber. Und wir wollen eure Zeit nicht weiter verschwenden. Er erhebt sich, spricht ein paar zischelnde Worte in Richtung von Prischer und erhebt sich dann ja, aus dem Sessel, geht nach draußen und schließt dann die Tür hinter sich. Unheimlich. Das war einfacher als gedacht. Umso besser. Ich dachte auch, normalerweise dachte ich mir, diese Drachen stellen nun ja Forderungen an uns. Die Sterblichen. Oh, die Forderungen werden kommen, keine Sorge. Aber ihr solltet tatsächlich nicht die Macht der Namen benutzen. Er hat mir natürlich erzählt, dass ihr ihn angerufen habt. So eine Anrufung ist immer mit einem Preis verbunden und wenn er euch Kugel und auch die Axt hinterlässt, dann wird das einen Preis haben. Und ihr solltet nicht Nein sagen. Aber das ist nicht mein Problem. Wollen wir hoffen, dass wir noch in der Lage sind, diese Forderung zu erfüllen.
oder sie uns mindestens anzuhören. Also, ich bin natürlich darüber informiert, warum ihr hier seid. Wolltet ihr das nur zu zweit mit mir klären oder sollten die anderen zusätzlich erscheinen? Nun, ich denke, eine Erörterung im größeren Kreise wäre doch für alle hilfreicher. Dann stellt sich mir die Frage, warum ihr nur zu zweit hier seid. Diese Frage stellt sich mir in der Tat. Das ist richtig. Wir haben zumindest schon mal mit Erzmagus eben... Besser von Karasche? Genau, Entschuldigung. Meine Gedanken sind überall. Über Möglichkeiten gesprochen, zur Festung zu gelangen. Im Moment scheint uns der Cantus Leib des Windes als die vielversprechendste Möglichkeit. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was eure Untersuchung bezüglich möglicher Fortifex-Sperren ergeben hat. Ich bin mir ganz sicher, dass sie einen Fortifex-Wand und auch ein Gardianum über ihre Festung spannen werden. Aber dagegen werden wir Antimagie-Geschosse feuern. Danach löst sich die Wand für einen kurzen Augenblick auf oder wir erschaffen eine Art Tor. Und durch dieses könnt ihr dann in einem begrenzten Zeitraum die Festung entern. Das hört sich vielversprechend an. Habt ihr schon die Karte erörtert? Es gab noch verschiedenste Fragen zur Karte und zur Festung. Ihr wolltet Untersuchungen anstellen, nicht wahr? Nun, wir haben, wie gesagt, weitere Informationen über die Festung zusammengetragen. Mittlerweile wissen wir auch, dass sie rundförmig ist. Was natürlich bei einer normalen Karte sehr einfach herauszulesen ist, aber da es sich dabei eher um eine magische Legende handelt und nicht um eine Karte in dem Sinne, die auch natürlich auch keinen Sinn macht. Aber wir haben weitere Räume entschlüsseln können. Es gibt also neben der Herzkammer und den Blutbatterien auch so etwas wie Gerichtssäle, Wachquartiere, Folterkammern, die Halle der Trophäen. Laut meinen Berichten, sie kramt gerade so ein paar Zettel heraus und du kannst sehen, wie durch das Papier hindurch schimmert eine Unterschrift und auch wohl ein Siegel von dir, Abelmir. Mir sollte wohl bekannt sein, dass ihr diese Halle der Trophäen bereits aus Yolgurmak kennt. Er hat sie also tatsächlich aus dem Berg herausgerissen. Das Spiegelkabinett wird mir hier angezeigt. Der Irrhalkenhorst wurde zumindest zu einem großen Teil zerstört, klafft offen und ist so betretbar. Das ist die Lücke, die Großmeister Raferian geschlagen hat. Das wäre also ein möglicher Ansatzpunkt, um in die Festung zu gelangen. Korrekt. Ihr würdet dann direkt in so etwas wie einem Nest stehen. Sie sind natürlich keine Daimonoide oder Kreaturen, die auf profanem Wege für Nachwuchs sorgen können, aber so etwas in der Art wie ein Nest wird das wohl sein. Ein Nest von Vielgehörnten. Eine interessante Eintrittstor, könnte man sagen. Korrekt. Die gefallenen Greifen, ein jeder von ihnen, hat 4 Hörner an der Zahl. Damit sind sie nicht mindere Diener, sondern höhergestellte. Ein jeder hat einen eigenen Namen, aber das ist bei Dämonen oft der Fall. Gibt es nicht einen, nun ja, nennen wir es einfacheren Weg, einen ungefährlicheren? Selbstverständlich könnt ihr auch auf der Oberfläche der Festung einschlagen. Dort wird es allerdings von profanen Söldnern sicherlich wimmeln. Denn so wie ich die Schlafsäle und auch die Wachquartiere einschätze, wird er sicherlich mehrere tausend Mann dort oben auf der Festung einbringen. Sagt euer Magnifizenz, zeigen die Pläne, wie tief der durch den Bandstrahl geschaffene Riss geht? Es ist ein großes Stück ist daraus gebrochen. Natürlich gezackt, chaotisch geformt und der Verpester der Elemente versucht auch wieder, sie reicht euch einfach mal die Karte rüber und tippt auf eine Stelle, an der eine Zayet-Glyphe gerade wuchert. Der Verpester der Elemente versucht zumindest, diese Stelle wieder zu schließen, allerdings gelingt es ihm nicht. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, nun ja, dass die
Herren dieses Hauses oder dieses Horstes, könnte man sagen, nun nicht gerade an Ort und Stelle sind. Ich vermute, dass sie ebenso wie in Werheim entlassen werden und dann die Himmel verfinstern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Beschwörer Galotta selbst einbringen mag, denn laut den Aufzeichnungen, die ich hier von Iolaos vorliegen habe, handelt es sich bei der Yolgurma-Akademie nicht um herausragende Beschwörer, sondern vor allem um Antimagier. Aber gehen wir einfach mal von um die 20 ihr Halken aus. Wenn die sich in der Luft befinden, dann sind das eine ganze Menge Hörner. Die Karakilim werden von profanen Söldnern geritten und sorgen dann ebenso wie in der dritten Dämonenschlacht für Säure vom Himmel. Nun ja, ich fürchte, es gibt keinen einfachen Weg in die Festung hinein. Weitere Fragen oder wolltet ihr das dann gemeinsam klären mit dem Rest eurer Eingreiftruppe? Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir einen Termin ausmachen, zu dem wir uns alle zusammenfinden. Schon allein, um uns die möglichen Wege einzuprägen. Wurde euch nicht gestern aufgetragen, hier heute gemeinsam zu erscheinen? Das ist richtig. Mhm. Ich weiß nicht, wo die anderen geblieben sind. Sie sind manchmal etwas flatterhaft, könnte man sagen. Nun ja, wir sind hier und Sie sind es nicht, aber Sie haben bestimmt eine gute Erklärung dafür. Nichtsdestotrotz, vielleicht sollten wir am morgigen Tage, wenn ihr dann für uns Zeit habt, noch einen Termin vereinbaren. Wir haben es jetzt kurz nach Praios-Stund. Ich denke, ihr habt 4 Stunden, um eure Kollegen aus Gnarrad einzusammeln und dann hier wieder einzutreffen. Das ist machbar. Dann machen wir uns sofort auf den Weg und treffen uns in 4 Stunden wieder. Ich erhebe mich aus meinem Sessel, verbeuge mich und trete dann zur Tür, um die Tür zu öffnen und sie offen zu halten für Isarun. Ja, wieder ein empörtes Stöhnen von dem Sekretarius, der da vor dir am Schreibtisch sitzt, als wäre das sein Büro. Er hat es aber natürlich genauso übernommen wie Prischer jetzt. Die mag nicht unbedingt arrogant sein, aber schon streng. Also sie versteht natürlich auch das, was sie tut. Und als Konvokata Prima der Grauen Gilde und Limbologin, Erzmager, als Vorsitzende in Punin, einer der Beschwörungsakademien, ja, hat sie natürlich auch das Recht, da dann ja, sowas wie bestimmend zu sein. Erinnert Isarun sehr an die Weiße Gilde, an Saldo Fosslerin, aber ja, ist es schon ein anderes Gefühl. Es ist ein bisschen kälter, die Stimmung. Isarun? Hm? Ich halte die Tür offen. Immer noch. Ich nicke der Erzmager knapp zu und verschwinde dann auch aus dem Raum. Ich verbeuge mich einmal und schließe die Tür hinter mir und bin auch dann draußen dazu da. Ja, ich denke, wir können uns nach dieser Zeit wieder in dem ehemaligen Haus, beziehungsweise in dem Haus von Witwe-Putz treffen, das jetzt natürlich verlassen ist. Die fortgeschrittenen Arbeiten von Ömer und Rafiben sind soweit vollständig. Es fehlt, wie gesagt, nur noch heiße Luft von dem Besitzer der Lagerhallen. Bisher keine Spur. Die Hunde liegen immer noch ein bisschen tot da. Die Wurst ebenso. Gab natürlich ein paar Schaulustige, die mal in diesem kriminellen Viertel nachdem so ein bisschen gesehen haben. Aber wenn sie euch da drin gewerkelt haben, hören, sehen, werden sie da auch nicht irgendwie reinkommen oder mal anklopfen. Weil, naja, wenn man da zwei Hunde erwürgt oder erschlägt, die werden euch da nicht belästigen. Und Kiaras ist, wie gesagt, dann auch von der Stadt des Lichts auf dem Weg nach Süden ins Arenaviertel. Jalan hat sich noch ein bisschen Zeit erbeten und wird wohl noch mit den Bandstrahlern reden und vielleicht auch sogar den Greifen. Zumindest hat er die Hoffnung geäußert. So trefft ihr wieder ein bei Witwe-Putz. Nun, meine Herren, wo habt ihr euch rumgetrieben?
Ach, verzeih, ich habe völlig die Zeit vergessen. Wir waren in der Stadt des Lichts. Der Weg dorthin ist viel weiter, als ich erwartet habe. Erzählt, erzählt. Nun, es war blendend. Ja, ich denke, so könnte man es ausdrücken. Ich habe kaum noch was wahrgenommen, als ich erst den Tempel betreten habe. So hell und leuchtend war alles, doch es gibt gute Nachrichten. Die Greifen sind anwesend. Alle Greifen. Alle Greifen von Aventurien? Nun, zumindest denke ich, dass es alle sind. Vielleicht gibt es noch mehr. Ich habe 8 Stück gesehen und einen weiteren, viel größeren, der scheinbar ihr Anführer, König, ich bin mir nicht ganz sicher, ist. Na, das sind doch gute Neuigkeiten. Oberan war sein Name. Und nun... Sie sind vielleicht ein wenig eingebildet. Und ich fürchte, dazu haben sie alles Recht der Welt. Sie sind immerhin die höchsten Diener des Praios. Ist doch immer schön, wenn man von oben herab behandelt wird, ne? Ja, ein bisschen. Sie haben uns auf jeden Fall eingeladen, dass wir uns dem Kampf gegen Galotte anschließen dürfen. Leider hat jeder von ihnen sich bereits einen Reiter ausgesucht. Ja, mit dem Greifen da hochfliegen ist ja auch nur halb so cool, als wenn sich da mit dem Oberlöffel hochzuschießen. Machen wir eigentlich Fortschritte an der Front? Ich weiß nicht, habt ihr mit Albax gesprochen? Ich dachte an diese komischen Artefakte da bei mir. Habt ihr die jetzt schon besorgt? Ich habe sie noch nicht in Auftrag gegeben, meines Wissens nach. Ich wollte mich kurz danach kümmern. Nach unserem Besuch bei Prischia von Garschgrotz. Wer ist das nochmal? Nun, sie ist die Convocata Prima der Grauen Gilde des Geistes. Ah, bei mir ist neue Chefin. Die Convocata Prima. Also die Chefin. Okay, gut. Was will die von uns? Wir wollten etwas von ihr. Sie hat den Vorsitz in der Analyse der Karte von der fliegenden Festung. Ach so. Kann sie die Ergebnisse nicht euch mitteilen? Ich meine, ich glaube nicht, dass Raphim auch nur ein Wort davon versteht, wenn sie anfängt, das Magierbuchsberam herunterzuleiern. Kann sein, aber er kann sich gut orientieren und es kann nicht schaden, wenn er sich die Karte nochmal ansieht. Euch ist schon klar, dass ich die Karte nicht lesen kann. Es sind aufgemalte Gebäude und Räume und so etwas drauf. Ja, aber das bewegt sich alles ständig. Ich hab nicht interpretiert, dass die Karte überhaupt wie eine Karte funktioniert. Nun, jetzt ist mir ein Hinweis, ein, wie könnte man das beschreiben, eine verschobene Darstellung von verschiedenen Oberflächen und Räumen. Nun, ich habe in meinem Leben viele Karten gesehen und selbst gezeichnet, aber die ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Wir trafen noch einen alten Bekannten.